Okay, kommen wir zur ersten Frage. Eigentlich bräuchte ich so eine geile Animation, die hier jedes Mal reinfliegt, wenn ich ein Q&A mache. Dass ihr wisst, jetzt ist Q&A-Time. Aber ich habe gerade keine Idee für eine Animation. Ich baue vielleicht mal irgendwas, aber es kann sein, dass die sich im nächsten Video noch ändern wird. Okay. Ich habe seit längeren Schmerzen in der linken Schulter und die gehen nicht weg. Hast du eine Idee, was da zu machen ist oder einfach eine lange Pause machen? Boah, Schulter ist immer so eine richtige Problemzone, ne? Also Knie, Schulter, Handgelenk, das sind wirklich so Problembereiche. Und ich denke mal, Schulter ist immer so mit am schlimmsten, weil das das einzige multidimensionale Gelenk in unserem Körper ist, was sich wirklich extrem flexibel bewegen lässt. Und ich hatte ja selbst häufig schon Schulterschmerzen. Jetzt ist natürlich die Frage, was für eine Art von Schmerzen sind das? Das muss man als erstes immer mal hinterfragen. Ihr wisst ja wahrscheinlich alle, wie sich so ungefähr Muskelkater anfühlt. Und wenn ihr dann einfach versucht, irgendwie einen Gegenstand wegzudrücken und es tut dann weh, dann ist der Schmerz meistens muskulär. Ansonsten könnt ihr mal schauen, bei welcher Bewegung am ehesten der Schmerz auftritt. Das sind alles so Fragen, die man erstmal stellen muss, um zu wissen, ist da vielleicht irgendwas an der Sehne, am Gelenk. Es können ja so viele verschiedene Gründe einfach bei der Schulter sein. Der häufigste Punkt ist im Grunde eigentlich das Impingement-Syndrom. Und darunter habe ich auch gelitten. Darunter leiden, denke ich mal, die meisten, die auch irgendwie Kraftsport machen. Das bedeutet, ab so einem bestimmten Punkt, so ab 90 Grad, wenn man hier über den Kopf greifen will oder bei allen Überkopfübungen, fängt die Schulter an weh zu tun. Und gerade wenn man dann hier die Schulter dreht, dann kommt irgendwann schon der Punkt, wo man so ein bisschen zusammenzuckt. Und dann ist dieser Schmerzpunkt überschritten und man kann die Schulter weiter drehen. Und dann kann man schon häufig davon ausgehen, okay, das ist das Impingement-Syndrom und es tritt auf, wenn die Schultern eben zu weit nach vorne verlagert werden. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel sehr viel Bankdrücken machen und dann Brustmuskeln aufbauen, aber dagegen nicht die Gegenspieler trainieren, zum Beispiel unsere hintere Schulter oder den Rücken, dann nimmt irgendwann unsere Schulter eine verkehrte Haltung ein und geht immer weiter nach vorne. Und die müssen wir dann einfach wieder zurückbringen, damit hier auch einfach kein Kanal von der Durchblutung her verengt wird. Und um das zu erreichen, sollten wir die hintere Schulter in erster Linie trainieren. Das heißt, wir dürfen einfach Disbalance nicht zulassen. Wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit Handstand mache, Handstandelemente gehen sehr häufig immer auf die vordere Schulter und generell wird die Schulter hier sehr stark beansprucht und das ist eine Drückübung. Dann mache ich automatisch dazu zum Beispiel noch Klimmzüge oder hänge einfach an der Stange, denn das ist quasi eine Zugübung und beides ist vertikal. Handstand ist vertikal, Klimmzüge sind vertikal, dadurch wird wiederum mehr die hintere Schulter beansprucht, einfach um solchen Disbalancen quasi aus dem Weg zu gehen. Oder ihr macht irgendeine Ruderübung im Fitnessstudio, wenn ihr einfach sehr viel Bankdrücken macht. Und außerdem noch ein ganz wichtiger Punkt, versucht wirklich immer eure Rotatorenmanschetten zu trainieren. Also nicht nur die irgendwie so ein bisschen aufzuwärmen, indem ihr dafür Übungen macht, sondern die wirklich bis zum Muskelversagen fast schon zu trainieren. Zum Beispiel mit irgendeinem Terraband oder am Kabelzug meinetwegen auch. Dazu habe ich auch schon verschiedene Videos gemacht, die werde ich euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung unten verlinken. Übrigens auch zu dem Impingement-Syndrom habe ich schon ein richtig ausführliches Video gemacht. Auch das werde ich oben nochmal in der Infokarte und in der Videobeschreibung verlinken. Nächste Frage, Training nach einer Verletzung bzw. lange Trainingspause. Und ja, da bin ich ja voll in der Situation momentan mit drin. Und das ist wirklich ein schwieriges Thema, weil ich versuche jetzt immer gerade bei diesem Q&A aus privater Sicht zu antworten, wie ich dann am besten agieren will. Und ich weiß, ich bin einfach ein verdammt unvernünftiger Typ, was das betrifft. Also gerade aus der Vergangenheit betrachtet, habe ich viel zu früh wieder angefangen und vor allem, das ist ein ganz wichtiger Punkt und auch ein großen Fehler, den ich gemacht habe, ich bin zu intensiv wieder eingestiegen. Man weiß zum Beispiel, vor der Verletzung konnte ich 120 Kilo auf der Bank drücken, dann will man das sofort auch wieder schaffen, weil man einfach schon beinahe Angst davor hat, dass man schwächer geworden ist, was natürlich durchaus sein kann. Aber dieses Prinzip des Muscle Memory, dass man quasi ein Muskelgedächtnis hat und genauso schnell oder sehr schnell wieder dahin kommt, wo man mal war, das bestätigt sich auf jeden Fall bei mir immer wieder und da müsst ihr so ein bisschen dran denken und wirklich zurückschrauben. Also gerade nach einer Verletzung würde ich als allererstes mal, je nachdem wie lange die ging, ein Ganzkörpertraining raushauen. Aber wirklich nur so mit 60-70% von dem, was ihr vorher geleistet habt. Auch wenn ihr mega die Power habt und voll erholt seid und Vollgas geben könntet, würde ich das nicht machen, weil ihr werdet merken, am nächsten Tag könnt ihr euch erstmal nicht bewegen, weil der Muskelkater richtig reinhauen wird. Denn die Muskeln, die wurden einfach in der Zeit nicht mehr beansprucht. Und wenn der erste Muskelkater von diesem Ganzkörpertraining dann abgeschlossen ist, dann ja, werden so langsam die Muskeln wieder leistungsfähiger, wieder aktiver, dann könnt ihr schon ein bisschen stärker reinstarten. Und ich würde wirklich versuchen, also das wäre das Beste, wenn man 2 Wochen versucht, sich langsam ranzutasten und auch keinen festen Trainingsplan fährt. Also nicht sagt, ja, ich trainiere Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag vielleicht und hat nur einen Pausetag. Dann habt ihr vielleicht so einen krassen Muskelkater, dass ihr denkt, ey, eigentlich bin ich zu nichts in der Lage, aber ich muss ja laut Trainingsplan trainieren. Das macht keinen Sinn. Die ersten 2 Wochen wirklich versuchen, auf keinen fixen Plan zu hören, weniger Gewicht zu nehmen als vorher und langsam wieder in diese Routine reinkommen. Und wenn ihr Muskelkater habt, dann macht einen Pausetag. Das gehört einfach dazu. Aber nur so werdet ihr wirklich schnell wieder leistungsfähiger und vor allem ohne euch wieder zu verletzen.
Und das ist auch das Ziel, was ich anstrebe. Mal gucken, wie es funktioniert. Na klar, man will da immer wieder volle Power geben. Wie gesagt, das ist auch noch ein großer Fehler von mir, aber ungefähr in der Richtlinie werde ich es machen. Ja. Okay, eine etwas längere Frage. Hey, meine Frage. Und zwar, wenn ich einfach Muskeln aufbauen möchte, muss ich dann darauf achten, dass ich viel Eiweiß esse und kann ich auch einfach nur die Hanteln benutzen? Ich habe jetzt mal versucht, so viel Eiweiß wie möglich am Tag zu essen, aber ich komme da auf höchstens 50 Gramm. Hab mir dein Video dazu angesehen, aber mit diesen ganzen Aminosäuren und so komme ich nicht klar. Und muss man eigentlich einen Tag Pause in der Woche machen oder kann man auch die ganze Woche trainieren? Okay, das sind mehrere Fragen und das bezieht sich jetzt wahrscheinlich in erster Linie auf Trainingsanfänger. Also man muss ja mal bedenken, wenn man Muskeln aufbauen möchte, Muskeln bestehen irgendwie nicht aus Luft und Liebe. Das ist ja irgendeine Masse. Da muss irgendetwas drin sein, damit die überhaupt Gewicht wiegen. Ein Muskel besteht ja nicht aus Luft. Ein Muskel besteht aus Wasser und aus Aminosäuren. Und Aminosäuren ist im Grunde Eiweiß. Also Eiweiß, die kleinen Teilchen von Eiweiß, die nennen sich Aminosäuren. Und unser Körper kann für die Muskeln auch nur bestimmte Aminosäuren verwenden. Das hört sich erstmal alles übertrieben chemisch, wissenschaftlich und kompliziert an, ist es aber im Grunde gar nicht. Also wir wissen schon mal, wenn der Muskel aus Aminosäuren besteht, dann müssen wir auch irgendwie Aminosäuren zuführen, damit er überhaupt wachsen kann, damit da überhaupt irgendwas entstehen kann. Deshalb würde ich ganz klar sagen, rein jetzt irgendwie die Hanteln zu schwingen, davon bekommt man Kraft auf jeden Fall, aber dass wirklich Muskeln sich aufbauen, dass da wirklich was entsteht, ist schwierig und den Fehler habe ich früher auch gemacht. Also ich habe übertrieben viele Liegestütze gemacht, habe Sit-Ups gemacht, viel mit eigenem Körpergewicht einfach von zu Hause aus, auch ein bisschen die Hanteln geschwungen und mein Körper hat sich nie wirklich verändert. Ich habe dann immer einen Liter Milch getrunken, weil ich dachte, Milch hat viel Eiweiß, was kompletter Schwachsinn ist, Hauptsache Zucker, ne? Und irgendwann kam ich dann auf den Trichter und habe erzählt bekommen, hier, du musst mal mehr Protein zu dir nehmen. Habe auch angefangen, Proteinshakes zu trinken. Und siehe da, ich habe genauso weiter trainiert und auf einmal bin ich breit geworden, ich bin aufgegangen. Es hat einfach funktioniert. Also ganz klar, Eiweiß sollte man schon zu sich nehmen. Und das ist jetzt wirklich nicht schwer. Also 50 Gramm am Tag ist schon wirklich wenig. Wenn man überlegt, wenn man so einen normalen Proteinshake nimmt, da haben häufig die Scoops schon umfassend 50 Gramm. Und da kann man auch easy mal ein bisschen mehr nehmen, dass man schon über Proteinpulver einfach 50 Gramm Eiweiß drin hat. Und ich sag mal, wenn man wirklich schafft, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu sich zu nehmen, dann ist es schon verdammt gut. Also sprich, man wiegt zum Beispiel 70 Kilo, dann nimmt man 140 Gramm Eiweiß am Tag zu sich. Wenn man das schafft, dann ist es schon wirklich optimal. Dann würde ich mir über nichts anderes Gedanken machen. Wenn es ein bisschen weniger ist, ist es natürlich auch nicht so schlimm. Aber es gibt ja super gute Eiweißquellen. Allein wenn man am Tag mal Hühnchen isst. Und da isst man ja jetzt auch nicht gerade nur 100 Gramm, sondern vielleicht sogar mal 200, vielleicht sogar 300. Und dann hat man im Grunde das Eiweiß, was ich eben genannt habe, schon fast abgedeckt, ne? Also hat man auf jeden Fall so 90 Gramm drin bei 300 Gramm Hühnchen. Oder man isst halt wirklich Quark. Es muss jetzt auch nicht der Magerquark sein, wenn man nicht super krass in den Fitnessbereich aufbauen will, sondern nur so ein bisschen Sport nebenbei machen will. Dann eignet sich auch ja, anderer Quark. Dann kann man auch alles Mögliche an Fleisch essen. Man kann, wie gesagt, Proteinshakes einfach darauf zurückgreifen und die trinken. Und das ist ja jetzt wirklich schnell gemacht. Und die sind ja auch bei vielen Herstellern gar nicht mal so teuer. Aber ein bisschen würde ich schon darauf achten. 50 Gramm, wenigstens mal, ich weiß jetzt nicht, was die Person wiegt, die mir das geschrieben hat, ne, oder wie momentan der Fitnesszustand ist, aber wenigstens mal 80 Gramm, ja, dann sind wir schon auf einem besseren Weg. Aber ich sage ganz klar, Eiweiß braucht man. Da war doch noch irgendeine andere Frage mit drin. Ach so, und muss man eigentlich einen Tag Pause in der Woche machen oder kann man die ganze Woche trainieren? Kommt natürlich auch immer auf das Training an. Wenn man jetzt wie die Oldschool Bodybuilder so einen Fünfer-Split fährt, Montag Arme, Dienstag Brust, Mittwoch Rücken, Donnerstag Beine, Freitag vielleicht Schultern, dann finde ich, wenn man auch nicht so lange trainiert, so 40, 45 Minuten, kann man schon fast jeden Tag eigentlich trainieren, weil die Muskelgruppen haben ja auch wiederum Zeit, sich zu erholen. Aber ich bin kein Fan mehr davon. Früher habe ich das gemacht, mittlerweile sage ich wirklich, ein Pausetag mindestens in der Woche. Und es kommt immer auf die Intensität an. Mittlerweile mache ich fast nur noch Ganzkörpertraining und das mit eigenem Körpergewicht. Das heißt, das hat auch eine hohe Belastung für mein zentrales Nervensystem. Und dann sollte man schon mal mindestens 2 Tage Pause in der Woche machen. Und erst als ich das begriffen habe, dass Pausen wichtig sind, erst dann ist es mir wirklich gelungen aufzubauen und wirklich in meinen Skills, die ich mache, mit Handstand, auch mit Klimmzügen und sowas, da wirklich weiterzukommen. Das hat erst funktioniert, als ich aktiv Pausen gemacht habe. Und deswegen ist es für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also wie gesagt, es kommt auf die Intensität an, aber 1 bis 2 Tage würde ich mindestens Pause machen. Und Pause heißt auch, hier wirklich nicht joggen zu gehen oder so, sondern wirklich mal die Beine hochzulegen. Natürlich könnt ihr jetzt zum Beispiel spazieren gehen, das kann sogar eure Regeneration positiv beeinflussen, wenn ihr einfach in der frischen Luft seid, wenn ihr so ein bisschen die Durchblutung steigert. Also davon müsst ihr euch jetzt nicht abbringen lassen. Aber nichts, wo ihr irgendwie richtig Leistung erbringen müsst.
Okay, Freunde, anderer Tag und andere Location und ich will es jetzt häufiger in meinen Q&As so handhaben, dass ich einfach versuche, relativ spontan auf eure Fragen zu reagieren. Das heißt, ich sehe zum Beispiel auf meinem Smartphone, es kommt ein Kommentar rein, ich schaue einfach die Kamera an, sofern ich Zeit habe und werde es dann einfach direkt beantworten. Und ich denke, das ist auch gar nicht so schlimm, wenn sich hier mal so ein bisschen die Location ändert, denn dann habt ihr ja in dem Video auch so ein bisschen Diversität und seht nicht immer das Gleiche. Dementsprechend geht es jetzt weiter mit den Fragen. Ich habe mir die hier eben noch gespeichert. Ah, vielleicht nochmal eine Frage zu Anfang. Und zwar wurde ich echt häufig gefragt, ob ich auf die FIBO komme. Das Ganze hat sich jetzt bestätigt. Ja, ich werde auf der FIBO sein, allerdings als Besucher und auch nur für einen Tag. Ich habe mich da auch noch gar nicht festgelegt. Ich kann mir den Tag aussuchen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben oder auch einfach privat, wann ihr auf der FIBO sein werdet. Aber ich denke einfach mal, die meisten gehen eh samstags und sonntags. Und vielleicht kann man sich ja mal kurz treffen und so ein bisschen zusammen schnacken. Okay, weiter geht's. Frage für dein Q&A. Bist du Single oder vergeben? Ich bin vergeben. Und zwar schon seit über einem Jahr, fast schon eineinhalb. Im Grunde seit Silvester 16, 17. Benutzt du die Drohne regelmäßig? Wenn ja, für was? Bin am Überlegen, ob ich mir die Mavic Air anschaffe, aber sehe den Nutzen bis auf Aerial Shots beim Reisen noch nicht. Ich habe meine Drohne im Sommer auf jeden Fall regelmäßig genutzt. Man muss dazu auch immer sagen, klar, unter der Woche ist man arbeiten und so und dann geht es eben nur am Wochenende. Und wenn dann schlechtes Wetter ist, ist es natürlich echt blöd, aber ich habe wirklich versucht, jedes Wochenende die Drohne zu benutzen, aber in erster Linie auch für meine YouTube-Videos, um da einfach geile Shots zu bekommen. Ganz am Anfang, als ich mir die Drohne angeschafft habe, hat es natürlich unglaublich viel Spaß gemacht. Das ist einfach ein mega geiles Spielzeug, weil man Perspektiven sieht oder ich sag mal die Welt von oben sieht, was man vorher nie gewohnt war. Und im Grunde sind es die gleichen Spots, die gleichen Plätze wie auch sonst. Und auf einmal sieht man das mit ganz anderen Augen. Also das ist echt schon eine geile Spielerei und ich liebe einfach diese Drohne. Allerdings, wenn ich das jetzt nicht für YouTube machen würde, würde ich sie auf jeden Fall auch benutzen, vielleicht nicht ganz so häufig. Die Mavic Air ist halt schon wirklich mega geil, gerade eben für Reisen, weil man sie so klein zusammenbauen kann. Ich habe noch die Phantom 3 Standard und die kann man noch nicht, also die Fernbedienung kann man noch nicht mit dem Smartphone koppeln. Das bedeutet, das wird nicht über ein Kabel gekoppelt, sondern nur über WLAN. Und das Problem daran ist, man kann die Drohne leider nicht so sehr weit wegfliegen. Und bei der Mavic Air oder auch schon bei der Phantom 3 Premium und was es da nicht alles gibt, kann man das eben schon zusammen koppeln und die Drohne so richtig weit wegfliegen lassen. Und das finde ich mega geil. Also generell DJI kann ich wirklich, das soll keine Werbung sein oder so, aber DJI kann ich nur empfehlen. Einfach schon durch diese extreme Stabilisierung, durch die drei Motoren, macht einfach mega Spaß, damit die Drohne fliegen zu lassen. Richtig, richtig geil. Ich hätte auch gerne die Mavic Air, aber es wird sich jetzt nicht lohnen, für mich eine neue Drohne allein deswegen zu kaufen, nur weil man sie irgendwie kleiner machen kann und weiter wegfliegen kann. Gut, die hat auch natürlich eine geilere Qualität nochmal, aber ich liebe einfach Drohnen. Tolles Video wieder einmal. Mich interessiert, Sport für Couch Potatoes, ernst gemeint. Wie und wo fange ich an? Wie bleibe ich motiviert? Wie trainiere ich in kurzer Zeit möglichst effektiv? Das ist auch eine Frage, die mir häufig gestellt wird und wodurch wirklich sehr viele leiden. Und das Problem, was ich da immer wieder sehe, ist, dass sehr viele eben in dem Bereich Kraftsport aktiv sind und das ist einfach ein ziemlich undankbarer Sport, muss man dazu sagen. Man sieht irgendwann die Erfolgserlebnisse anhand seines Körpers, was auch mega geil ist. Und ich war ja auch eine Zeit lang richtig krass so im Kraftsport-Bodybuilding drin gewesen und habe da sogar immer mehr diese Akrobatik im Hintergrund vernachlässigt. Aber sobald man dann mal wirklich so, ich sag mal, 2 Monate krankheitsbedingt ausfällt, wie ich vor kurzem, dann muss man natürlich mit dem Gewicht wieder ganz von vorne anfangen. Natürlich, es gibt diesen Muscle-Memory-Effekt und man kommt dann wirklich auch schnell wieder rein. Aber was hat man dann im Grunde? Man kann Bank drücken, man hat irgendwann diese Technik drauf und dann steigert man sich eigentlich nur noch in der Zahl. Man drückt mal 80 Kilo, dann mal 100, dann mal 120 Kilo und versucht eben das immer wieder zu erhöhen. Und dieser Motivationseffekt, ganz am Anfang war das für mich so, ich habe gemerkt, boah, an meinem Körper tut sich was, man hat das auch, man wird von den Leuten angesprochen und da ist natürlich die Motivation so groß, dass man richtig weiter durchhauen will und das ist sehr geil, aber irgendwann kann es einfach nicht mehr weitergehen, dann kommt auch das genetische Limit natürlich, das dauert Jahre und ist wirklich sehr schwer dahin zu kommen, aber die Motivation ist dann halt nicht mehr ganz so krass. Wohingegen bei Sportarten, die auf Skills basieren, wie jetzt zum Beispiel alles mögliche im Bereich Calisthenics, Akrobatik und so weiter, man hat diesen Skill, zum Beispiel Muscle Up, und da geht es wirklich um Körperspannung und Technik. Die Kraft spielt da gar nicht so eine große Rolle und wenn man den einmal hat, man kann auch ein Jahr pausieren und verletzt sein und nach diesem Jahr trainiert man eine Woche und kann diesen Muscle Up auch einfach wieder. Genauso mit Handstand Push-Ups, genauso mit der Human Flag und so weiter. Und da ist für mich momentan die Motivation einfach sehr viel höher. Was ich damit sagen will, ist nicht, dass ihr auf jeden Fall aufhören sollt mit Kraftsporten, mehr so technikbasierten Shit trainieren sollt, sondern vielmehr, dass ihr euch konkret Ziele setzt und diese Ziele definiert. Wo wollt ihr euch in ungefähr einem Jahr sehen? Und versucht wirklich darauf hinzuarbeiten und diese Ziele immer wieder vor Augen zu halten. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr gar nicht so richtig wisst, wo die Reise hingehen soll,
dann wird es wahrscheinlich auch nichts. Und kommuniziert auch eure Ziele. Sagt euren Freunden, ey, ich will das unbedingt schaffen, ich will so unbedingt aussehen. Und je mehr Leute das wissen, desto höher ist für euch natürlich auch der Druck, dass ihr das wirklich am Ende des Tages durchzieht. Aber zu dem Thema könnte ich eigentlich ein komplett eigenständiges Video machen. Und das werde ich vielleicht sogar. Also es ist wirklich schwer darauf zu antworten. Erstmal anfangen und vor allem, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das bedeutet auch, dass ihr nicht euer Leben komplett umstellen könnt. Und das machen eben auch die meisten, die sagen, ich will jetzt richtig fit werden, ich will die Ernährung richtig perfektionieren und sie ändern alles. Sie gehen 2 Stunden am Tag trainieren und das 7 Tage die Woche, essen komplett anders. Das wird maximal für 3 Wochen funktionieren und dann habt ihr gar keinen Bock mehr auf das Ganze, sondern tastet euch da Step by Step ran. Fangt erstmal an, keine Ahnung, 2-3 Mal die Woche Sport zu machen für 1 Stunde und versucht einfach euren Eiweißkonsum ein bisschen zu erhöhen. Trinkt mal einen Proteinshake, esst vielleicht mehr Hühnchenfleisch und das ist so der erste Step. Zieht das mal einen Monat durch und dann kommt der nächste Step und so baut ihr das immer weiter auf. Okay, ich merke, das Video geht schon wieder ziemlich lang, dementsprechend werde ich es an der Stelle beenden. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, immer ab in die Kommentare damit. Ich freue mich, dass ich überhaupt so viele Fragen bekommen habe. Wenn ihr Fragen in Bezug auf Technik und Tutorials habt, ich werde immer fitter. Das bedeutet, ich kann bald wieder anfangen, Tutorials zu drehen. Wahrscheinlich auch schon nächste Woche Samstag wird das erste wieder online kommen. Und wenn es Theoriefragen sind, ich beantworte alles. Entweder ich schreibe euch direkt zurück oder aber ich mache ein eigenständiges Video dazu. Aber ich glaube, ich habe noch nie eine Frage von euch überhaupt mal ausgelassen. Dementsprechend wie immer alles unten in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auch den Kanal, um weiter nichts mehr zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns auf der FIBO. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.